die mir implantierte, die mir seit dem 1.5.2010 implantierte Mord- und Foltermotorik, zerrt immer noch an mir und verursacht mir starke Schmerzen in den Füßen und ungestockt. Da fängt gerade wieder einer an, rumzumachen draußen. Deswegen habe ich auch keine Nachtdokumentation der Geräusche der Nacht hochgeladen in mein Archiv. Da ist nichts zu hören. Nee, der macht einen schon fertig. Jetzt, ich fange hier an zu erzählen und dann geht es hier los mit Klopf, Klopf, Klopf. Da soll Ahmed mal die Tür aufmachen. Ich erwarte hier keinen Besuch. Haben Sie mal was vom Harry gehört? Nee, habe ich nicht. Den habe ich weder gehört noch gesehen. Schon seit Wochen nicht mehr. Auf der einen Seite schreibe ich all die Ausgaben auf, die ich geltend machen kann. Post- und Bankgebühren, Investitionen wie Kamerabrille und dergleichen. Das Klopfen stört, ja, klar, sicherlich. Aber das ist jetzt noch dezent oder wenig belästigend im Vergleich zu dem, was ich gewohnt war in der letzten Folterkammer und in der davor und in der davor und in der davor. Ist das echt harmlos, was hier abgeht? Da ging das 24 Stunden, 7 Tage die Woche permanent so. Da war permanent einer damit beschäftigt, rumzuklopfen, zu kratzen. Ist das eine Art Hausmeisterfolter, ja. Und diese Art von Belästigung findet jetzt zum wiederholten Male statt. Also gehen wir davon aus, das ist Teil der an mir applizierten, verdeckten Folter mit Geräuschen des Alltags. Ab wann geht denn nun hier Camp los und was kostet das? Ich frage mich, wie andere das machen. Immer verpiss dich, du Arschloch! Verpiss dich! Verpiss dich! Hau ab! Keiner macht dir die Tür auf! Verschwinde! Hau ab, du Arschloch! Was Arschloch, du? Scheiße. Welcher Lärm bist du? Deutscher? Wer ist das? Arschloch ist das. Mach einfach auf. Nein, das Video von Smalt habe ich nicht gesehen. Interessiert mich auch nicht. Er nannte sie Wichser. Echt. Der lügt doch. Welches Land bist du? Genau, wie soll man sich so konzentrieren? Du hast vollkommen recht. Diese Art von Geräuschfolter findet jetzt aber statt, wenn ich hier konzentriert arbeiten will. Und das ist nichts Neues. Das war schon so seit Anbeginn der Folter, seit September 2012.